So, herzlich willkommen wieder bei Bioshock. Ja, wir stehen genau noch an der gleichen Stelle und wir fangen eigentlich von hier aus direkt wieder an. Wir haben gerade diese ganzen Leute hier auf dem Platz niedergemäht. Das war eine riesige Ballerei. Auf einmal gestorben. Und jetzt geht's hoffentlich wieder weiter. Okay, hier kann man nicht mehr. Ein Tor. Oh, es geht auch von selber auf. Comstock bekämpft die Schlange der Nation. Okay. Bruderschaft der Raben. Die Schlange der Nation. Die USA oder andere Staaten oder was meint er? Oh, hier geht es schon ein bisschen dunkler wieder. Das ist wahrscheinlich hier so eine Art Hauptquartier der Bruderschaft der Raben oder was. Das hier schon so steht. Okay. Das ist natürlich ein echter Kontrast zu dem ganzen fröhlichen und freundlichen, was wir bis jetzt so gesehen haben. Guck mal. Lecker Obst hier. Hier haben wir ja so ein Stromproblem ein bisschen, ne, in dem Haus. Booth, John Wilkes Booth. Hier wird es ein bisschen offener. Da müssen wir mal ein bisschen erkunden. LOL! LOL! Das ist ein Gegner! Ich dachte, ich wäre hier unter Freunden. Oh Gott, da habe ich ein bisschen rumgenugt. Ah, dafür jetzt der Typ weg. Alter, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, als der auf einmal aufstand. Und hier auf mich losbrechte. Hä? Von wo? Boah, ich mach den gerade mal aus. Komm, machen wir das mal an. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Ja, jetzt schlägt das Spiel schon ein bisschen dunkleren Ton an, muss man sagen. Also insgesamt schon etwas mulmige Stimmung hier. Dieser Comstock scheint auch sehr, sehr radikal zu sein. Also was man so aus seinen Worten raushören kann. Na, hier gab es mal lecker Essen. Allerdings gab es mal irgendwann lecker Essen. Okay, hier will wohl keiner mehr dinieren. Ja, gibt's hier noch irgendwas oder kann ich dann nach oben gehen? Ich dachte jetzt, hier wäre irgendwas Besonderes. Da liegt was. Ih, was ist das denn? Liegt da ein toter Hase oder was ist das? Hier oben auf dem Wolken? Globus. Hoch, wa? War da noch was? Ne. Gehen wir mal hoch. Durch die hell beleuchtete. Oh. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten.
Und heute feiern wir diese Sezession. Mhm. Das sind dann wohl, das ist dann so eine Versammlung von denen. Oh, guckt ihr das mal an. An was erinnert euch das, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus wie die wie spricht man es aus? Ku Klux Klan oder so. Und er hatte einen Sarg auf dem Rücken. Okay. Was zur Hölle, ey. Wobei, wir haben noch gar nicht auf der anderen Seite nachgeguckt. Das will ich noch gerade mal machen. Bevor wir dann weiter nach unten schlendern. Hier war noch, hat doch irgendwas gerade geblinkt, oder? Schwattern. Der ist von den... Also hier oben hat der quasi sich so ein bisschen sein eigenes Reich natürlich aufbauen wollen. Der kommt da. LOL! Schon wieder alle auf mich los, oder was? So, nimmt erstmal ein bisschen Feuer, Jungs, ey. Ohne Witz jetzt mal. Tut euren Kapuzen auch nicht schlecht. Hey. Oh. Ja, und? Eck die Sau, ey. Du kriegst auch noch eine drauf. Alter. Wie sie alle auf mich drauf kommen. Aber nur mit so Schlägen, ne? So Schlägeln da, mit so Baseball-Schlägern. So. Jetzt waren hier alle down. Ah, ne. Also, oh Gott, das ist noch ein paar. Na, die Kopfschüsse wirken auf jeden Fall. Kann man so sagen. Alter. So. Oh mein Gott. Ah, weg mit der Kapuze da, ey. Alter. Wie es einfach immer so eine ruhige Sequenz gibt. Und dann auf einmal geht's wieder voll in die Vollen, ey. Das ist echt der Hammer hier. Jetzt ist der Typ natürlich weg, der hier war, oder? Oder war der jetzt mit unter den, die hier liegen? Warte mal, da vorne noch. Voxophon nehmen, ja. Auch direkt mal anhören. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkton, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Okay, nur als Weißer wird man freigeboren. Und es, also ich muss sagen, das hört sich jetzt zwar nicht ganz so negativ an, aber weil er sagt ja irgendwie, man muss die anderen irgendwie unterstützen. Zumindest höre ich das so aus seinen Worten raus. Auch die Schwarzen, wie er sie nennt, Neger. Und man muss die anscheinend irgendwie unterstützen. Aber wie er das sagt, hört sich tatsächlich einfach nicht positiv genug an. Für Gott und Vaterland, ja. Der wechselt seine Farbe. Infusion nehmen. Ja sicher, nehmen wir einfach. Liegt ja nur auf dem Altar hier rum. Erhöht die maximale Gesundheit. Erhöht die Schildkapazität. Und erhöht die Salzkapazität. Was ist denn da sinnvoll, ehrlich gesagt? Boah, bei sowas kann ich mir immer schlecht entscheiden. Das ist wie bei Matrix. Nimmst du die rote oder die blaue Pille? Ich entscheide mich, glaube ich, für das Schild, weil das noch nicht so groß ist und ich benutze momentan noch ein bisschen mehr die Waffen als die Fähigkeiten. Ich glaube, ich nehme das Schild. Ich fühle mich schon besser. Und da liegt noch ein Schlüssel. Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Suche bereits erkundete Orte neu auf, um ein Schloss für dieses diesen Schlüssel zu finden. Okay. Optional. Gibt es hier sowas wie eine Karte? Nee, ne? Es gibt keine Karte.
Entschuldige, dass ich hier ein bisschen rum drücke jetzt, aber also das Ding führt mich jetzt hier dran, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man hier irgendwo nach einer Tür oder einer Truhe suchen muss. Also entschuldigt bitte, ich gehe nochmal gerade zurück. Ich verpasse sowas ungern, muss ich sagen. Deswegen gucke ich jetzt einfach nochmal nach, ob ich hier irgendwo was liegen lassen habe, wo ich eben nicht dran gekommen bin. Sowas wie eine Taschenlampe oder wie ein Feuerzeug wäre mal ganz gut hier zum Licht machen. Hier ist recht dunkel überall. Kann man da überhaupt... Oh, man kann doch zurück, okay. Das scheint möglich zu sein. Wo könnte denn noch so eine Truhe sich verbergen? Alter. Da erschießt jemand einen Teufel. Jefferson. Naja. Wo kann hier noch eine sein? Oder ist das halt... Also, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass das heißt, dass man halt in den Levels, wo man vorher schon war, dass man da nochmal nachgucken soll. Wenn da einer von euch mehr weiß, was das immer heißt, wenn man, wenn man so ein Dings bekommt, so eine Schlüssel, dann wäre ich dankbar dafür, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil... Da... Hab ich tatsächlich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Ne. Hier sind wir auch reingekommen. Ich will jetzt aber auch nicht ganz zurückkommen. Also, entweder kommt das Ding noch oder ich habe ein bisschen Pech gehabt. Wobei ich sowas halt ehrlich gesagt immer gerne finde. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr wisst, wo das Ding ist, oder nicht nur wo das Ding ist, sondern wo ich danach suchen muss. Ich suche gerne, also von daher, wenn ihr Ahnung habt, wo ich da hin muss, dann deutet es doch einfach mal an. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringendst, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Das war ja mal propagandamäßig, war. Also ich finde, ich wurde angegriffen erstmal. Natürlich, danach musste ich mich auch irgendwie gegen die wehren. Ich meine, ich lasse mich ja nicht einfach erschießen, ne? Aber... ja, krass. So verbreitet man die Nachricht hier. So. Ach komm, da gehen wir noch rein. Ich dachte, wir machen jetzt hier vielleicht Schluss, aber... Knopf! Push! Ja, machen wir doch. Achso, alte Aufzüge haben irgendwie was, ne? Sieht irgendwie mit diesem netten Gitter davor und so. Voll das Thema. Kann mir mal einer sagen, was das bedeutet? Audemus, Patria, Nostra. LOL. Ach, das ist so ein Automat irgendwo, ne? So ein Verkaufsautomat. Ah, hier. Gesundheitskits. Ich glaube, ich kann Gesundheit gebrauchen, ne? 80% nehmen wir einfach mal. Salz haben wir Vollfass, brauche ich nämlich jetzt aber nicht. Wie viel habe ich denn noch für die Munition? Ach, da habe ich noch genug. Habe ich auch noch genug. Da habe ich auch noch komplett voll. Alles klar.
Ne, darum brauche ich nichts, danke. Choose wisely. Steht da drauf. Okay, hier ist nichts Besonderes, dann gehen wir weiter. Mhm. Das ist mal ein großer Raum. Erstmal einsammeln, Leute. Erstmal einsammeln. Lol. Indianer. Comstock Prenological Studio. Study. Comstock hat anscheinend Menschen untersucht und in bestimmte Sparten gepackt. Liegt noch was? Oh, das war einiges. Okay. So. Und ja, an dieser schönen Stelle, vor diesem auf diesem schönen Tisch, vor diesem schönen Dia-Projektor, machen wir einen kurzen Cut und dann sind wir gleich wieder da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bye bye, Shock Infinite. Ciao.